Hey Leute, ich bin's, Mac Paverick. Ab iOS 17 hat man jetzt beim iPhone die sogenannte Standby-Funktion. Diese ermöglicht es, wenn man das iPhone im Querformat hat und an der Ladestation angeschlossen hat, das iPhone als ja, Uhr- oder Radiowecker sozusagen zu nehmen. Alles, was ihr zu dieser Funktion wissen müsst, wie ihr die einschaltet, ausschaltet, Unterfunktion und so weiter, zeige ich euch alles jetzt. So, im ersten Schritt müsst ihr in die Einstellung. So, dann scrollen wir etwas nach unten, bis wir zu dem Punkt Standby gelangen, der hier relativ mittig zu finden ist. Da drücken wir einmal drauf und schon sind wir hier im Standby-Menü drin. Momentan ist das Ganze aktiviert, das heißt, die Funktion ist gegeben, dass das iPhone im Standby wie gezeigt eben funktioniert. Wenn wir diese Funktion ausschalten, dann geht das Display auch komplett eben aus. Und dieser Fotorahmen oder diese Uhren werden dann nicht angezeigt. Ihr habt jetzt auch gesehen, die ganzen Untermenüs, die sind jetzt hier auch verschwunden. Wenn ich das jetzt wieder aktiviere, dann kann man hier wieder sehen, dass ich auch im Standby-Modus noch einige Sachen einstellen könnte, wenn ich diese Funktionen dann nutze. Ich kann zum Beispiel den Nachtmodus einstellen. Da wird dann eben während der nächtlichen Zeit die Färbung ja, für die Nacht angepasst. Dann kann ich noch hier einstellen, ob ich eben zum Beispiel Mitteilungen einblenden lassen möchte oder ob ich das im Standby-Modus lieber nicht haben möchte. Momentan ist diese Funktion aktiviert, das heißt, die Mitteilungen würden eingeblendet werden. Ja, ich hoffe, das Video war informativ, hat euch geholfen. Wenn ja, Daumen nach oben. Bis dann, euer Mac Paverick.